So, das nehmen wir jetzt einfach mit in die Aufnahme. Einen wunderschönen guten Tag. Wir spielen heute mal ein neues Spiel. Es nennt sich Grounded und ich wollte den Lachanfall von Nettie einfach mit drin haben. Nur deswegen habe ich jetzt schon mit der Aufnahme angefangen. Und wir fangen an in 3, 2, 1 und los geht's. So, da kugelt sich der König und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer ersten Folge Grounded. Wir haben ein neues Let's Play in der Reihe. Mit dabei sind The Big Legowski und Schabernack. Und ja, ihr habt sie oben links im Bild. Ihr könnt dadurch die Quests nicht sehen, aber ich kann die euch auch vorlesen. Ist ja alles kein Ding. Ach ja, und mein wunderbares Vibe. Die Stimme aus dem Off. Genau, die sonst immer nur zu sehen ist. Heute ist sie mal zu hören. Ist das nicht schön? Umgekehrt. Stimmt. Scheißegal. Ja, ich bin aufgeregt. Oh, ich hab's noch nie mit so vielen Leuten auf einmal im Spiel. Weißt du, der shame YouTuber ist hier aufgeregt. Ja. Ich bin schüchtern. Schüchtern, du kannst es nur nicht so zeigen, ne? Ja, das fällt mir schwer. So. Wobei nicht schüchtern ist, ist seine Arroganz tatsächlich. Ja. Oh, Diggi, ich muss dich echt mal leiser stellen. Du bist ganz schön laut. Ich muss die Digga doch wieder rausnehmen. Fickgelaut. So, 150 habe ich dir auch eingestellt. So. Ja, das ist deine eigene Schuld. Ja, so, jetzt geht's wieder besser. So, ich würde sagen, ich muss jetzt mal ein bisschen was zu Grounded sagen. Grounded ist irgendwie ein Survival-Spiel. Irgendwie wurden wir geschrumpft, irgendwie kämpfen wir gegen Ameisenkäfer und so weiter und haben jetzt gleich ganz viel Spaß. Ich habe keine Ahnung, wie es wird. Ne, wir haben alle ungefähr schon 2 Stunden Spielerfahrung. Kommt hin, ne? Sehr ja, gut. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde weniger erzählt. Erzähl deinen Fans doch mal, wie du an Grounded gekommen bist. Das haben doch alle gesehen, weil meine Fans ja alle meinen Stream verfolgt haben. Denn The Big Legowski, aka der Michi, hat mir das Spiel im Livestream geschenkt und ich habe mich irre gefreut. Hashtag Bromance. Genau. Bromance, ja. Aber ich war, als ich das Spiel gesehen habe, das war am gleichen Tag, glaube ich, übrigens, ich war instant verliebt. Weißt du, das war wie so ein 80s Flashback oder Early 90s Flashback, so Filme wie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und sowas. Hammer. Absolut ja. Hammer. Das Setting ist der Shit. Gedanke. Das Setting ist der absolute Shit. So, und bevor wir jetzt noch 20 Minuten quatschen, ich fange jetzt mal das Spiel an. Das wird ja sonst nichts. Kann losgehen. Meine Güte. Ich rede einfach gerne über sowas. Hallo? Ja, du hörst dich gerne selber. Ich höre gerne selber reden, ja. Tada. Ich rede gerne über Filme. Ja, ich bin nicht besser, das habe ich aber auch nicht gesagt. So. Ich mobbe ihn gerne. Ja, blöde, du musst aber nicht auf den Monitor gucken, da ist die Kamera. Danke für euren Xbox One Controller, den ich schon etliche Monate bei mir habe. Ja. Sonst könnte ich jetzt quatschen laufen. Ja, eben. Und es ist echt schick. Also es ist ein echt schönes Spiel, muss man tatsächlich sagen. Sammeln. Und es ist am Anfang tatsächlich nur durch die Gegend rennen und alles aufsammeln, was irgendwie irgendwo rumliegt. Wichtigste, Steine. Steine. Genau. Erstmal Pebbles, genau. Ne, wir wollen jetzt erstmal eine Axt bauen. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass das bis jetzt noch nichts auf Deutsch ist. Das Spiel ist noch komplett auf Englisch. Ja, was tatsächlich ganz schwierig ist. Wir haben festgestellt, für Garten Englisch sind wir nicht so ausgebildet. Das ist mir auch aufgefallen, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Ich musste echt viele Wörter, also Pflanzenwörter, muss ich echt nachschlagen. Ja. Ah, hier ist noch was. Hast du? Ja. Gut. So. Habt ihr den Computer schon benutzt? Nee, Machen wir gleich. Steinchen. Brauchen wir für unsere Beleuchtung, müssen wir auf jeden Fall hier Sap. Unbedingt. Wir müssen erstmal den Stein analysieren für die Axt. Das wäre, glaube ich, am wichtigsten. Stein und ich glaube die Sprigs, also Sprösslinge. Ja. Achso, hier, der Nerd ist schon da. Oh, ich höre schon Ameisen. Ja, einfach nicht angreifen, die Arbeiter tun ja sonst nichts. Die sind eigentlich bisher ganz friedlich gewesen. Ja, das erste, was wir gemacht haben, war. Ich bin mal versehentlich in so ein Spinnennest reingegangen und da wurde ich ganz hart aufgemischt. Ja, das erste, was wir gemacht haben, war eine Ameise töten und danach waren die irgendwie nicht mehr so gut auf uns zu sprechen. Was jetzt kein Wunder ist. Ja, das war ein bisschen. Dumm. Ja, ein bisschen. Da hatten wir hier so eine ganze Horde hinter diesem Zelt, die haben uns nur weggemacht. Ich glaube, wir sind 10 Mal hintereinander gestorben. Ja. Kann ich euch eigentlich irgendwo sehen, auf dem ich mich Können wir schon Äxte bauen? Könnten wir, aber mir fehlt noch ein Setzling. Da ist einer. Achso, reicht es eigentlich, wenn einer irgendwas analysiert oder müssen es alle machen? Einer.
Reicht für eine Axt. Ach, hättest du gar nicht machen sollen. Axt, Craft and Equip. Zack, Ada. So, ich habe auch eine Axt. Gleich zumindest. So, jetzt. Dann bauen wir uns doch schon mal unsere. Oh, ja. Ach, hier sind gleich wieder Fliegeviecher. So. Ich habe die blöde Alte genommen. Die hat irgendwie keine Stamina. Ich weiß auch nicht. Echt nicht? So, schmeißt ihr den Scheiß erstmal wie hin? Wir ruhen hier erstmal, würde ich sagen. Wir bauen erstmal so ein kleines Basislager. Michi ist wahrscheinlich schon wieder vorgerannt, hat da den Computer aktiviert. Nee. Den Computer habe ich schon aktiviert, ja, aber. Ja, was soll denn das? Das ist doch doof. Das müssen doch meine Leute sehen. Aber keiner was davon, wenn du hier schon alles vorweg machst. Du warst doch auch da in diesem Zelt. Du hast es dir nicht gemacht? Nein. Ach so, nee, es geht gerade um den Computer mit dem Laser. Genau. Ach so, da bin mit den Laseraugen. Ja, da ja also noch nicht auf Activate. Genau, wir roden erstmal hier. Wir brauchen ein Zuhause. Inventory full. Ich glaube, das wird tatsächlich jetzt auch wichtiger, da wir ja zu dritt sind und irgendwie ja an genug Wasser und so kommen müssen. Ja. Ja. Ich meine, zu Anfang kann man sich noch diese Tropfen runterholen, die Tautropfen. Ja. Okay, erstmal grundsätzlich. Unten links seht ihr, ist Wasser und Nahrung. Das sind eigentlich so die Grundsachen, die man am Anfang hat und auffüllen muss. Und ich glaube, mehr kommt auch nicht tatsächlich. Und mit dem ganzen Scheiß, den wir hier jetzt so schön bauen, zeige ich euch jetzt gleich. Oha, es packt gerade ein bisschen. Haben wir keine Foundations freigeschalten? Das ist ja doof. Doch, New Crafting Ideas. Echt? Graswand und Dürr. Achso, ich muss wahrscheinlich nur einmal hier aufheben. Ja, sobald ich aufhebe, geht das. Ryegrass. Wollen wir nicht diesmal erst Platz schaffen? Ja, können wir machen. Ja, und, ja. Und dann also den Scheiß hier hochziehen. Bei dem kleinen, der wollte ihr euer das Lager aufbauen. Ja, der. Hier, Michi, hier hinten ist schon mal ein riesengroßer Sammelhaufen. Der lädt sich nämlich wieder auf, Michi, und dann können wir tatsächlich. Ich weiß, diese blöde Fliege, ne? Komm her. Ja, der macht die dann nackig. Haben wir gleich was zu essen, ist doch auch schön. Ja. Raw Gnatmeat. Gnatmeat. Ja. Gut, aber schön, dass wir uns alle einig sind. Gartenenglisch kann keiner von uns. Nope. Nicht wirklich. Also nicht gut zumindest. Plant Fiber, das ist immer gut. Was mich so ein bisschen stört tatsächlich, ich kann auf dem Controller oder mit dem Controller, ich kann die Sachen nicht einfach ablegen. So wie jetzt zum Beispiel hier B drücken und dann lässt alles fallen. Ich kann das bloß wegschmeißen. Das ist ja. Echt? Wie wegschmeißen? Okay. Also du kannst es nicht vor dir fallen lassen? Ich kann es nicht vor mir fallen lassen. Guck mal hier, ich nehme jetzt sowas auf. Ich kann es nicht fallen lassen. Ich weiß nicht, ob du bist. Ich kann es bloß so wegschmeißen. Echt? Das interessant. Ich wüsste nicht mal, wie ich das wegschmeißen kann. Keine Ahnung. Das finde ich dabei viel interessanter. Ah, doch. Mit R. Mit R? R. Oh, ich habe mich damit gerade selber abgeworfen. Richtig geil. Schöne Energie verloren. Oh, Ameisen. Eine ganze Herde Ameisen. Oh, ja. Kriegerameisen. Mögen die uns nicht? Nee, die jagen, glaube ich, gerade einen Käfer. Alter. Das ist gut. Die gehen hier richtig Rampage. Alter, was geht mit euch? Was ich, ein geiles Feature ist auch, dass irgendetwas anstatt Meter, Zentimeter weg ist. Das finde ich so geil. Ich finde das Spiel. Echt? Hab ich noch gar nicht drauf geachtet. Das ist der Hammer. Alter, wir haben hier ganz schön viel zusammen, wa? So. Das ist recht ungeordnet. Reicht die Tür hier hinten? Nee, Kai, diesmal bauen wir gleich mit Fundamenten. Ah, du willst direkt mit Fundamenten bauen. Okay. Ja. Na, wenn denn richtig. Aber die haben wir noch nicht. Warum haben wir die noch nicht? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Also ich kann nur... Kai, hinter dir. Oh, wir sind umzingelt. Ja, aber die tun nichts. Ja, die... Hat mich zumindest gerade mal nicht angegriffen. Bin ich mir nicht sicher. Der guckt recht doof. Alter Vater. Ha. Die denken sich auch, ich suche Gegner und keine Opfer. Ja, wahrscheinlich. So, ich brauche jetzt mal was zu essen. Ich hole mal ein paar Pilze. Ich habe gerade schon welche geholt. Der hat irgendwie Zeugs im Maul. Der hat einen Sack im Maul. Nee, der hat dieses Set im Maul. Oder diesen... Ja. Wie heißt das? Diesen Honigtau. Achso, für die Foundations haben wir hier... So, ich erforsche die fix. Ja, das klingt gut. Und dann bauen wir erstmal... Wir brauchen Kleeblätter. Habe ich schon gesammelt. Cloverleaf. Und das Ganze analysieren und dann hast du... Analyse. Ja, war klar. Ich hab nur drauf gewartet. So, analysiere. Ratsch. Ah, da sind sie. Oh, Ponchos haben wir dann auch gleich. Schön. Das ist fein. Warum backen diese scheiß Blätter gerade so extrem?
Das ist bei euch auch so. Ja, weil es so viele sind. Das so, wir können auch schon Lampen bauen. Ja, ich glaube, wir fangen mal mit Fundamenten an. Ja, Fundament hier. Also wenn ihr das jetzt analysiert habt, kann ich das aufbauen, ja? Ja, ja. Ja, ja. Geiler Scheiß, geiler Scheiß. Boah, ist das am Ruckeln hier. Oh. Echt? Also auf dem Gras kann man schlecht laufen. Der hat da irgendwie Probleme. Ups. Okay, ich komme jetzt erstmal, dann setzen wir mal ein paar Fundamente und dann wieder schon. Ja. Wir bauen am besten so rundherum von diesem kleinen Forschungs... Oh ja, das... Also bei mir läuft es jetzt einwandfrei, aber... was nehmen wir? Wo haben wir denn die Fundamente? Nee, Foundations sind noch nicht drin, das sind nur Dächer. Ja, das ist ja doof. Was haben wir denn letztes Mal? Ah, warte mal. Ich gehe mal kurz und klopp mal hier so einen Löwenzahn um. Ach, ja, genau. Ich wollte es gerade sagen. Die wo ist denn der Löwenzahn? Hier hinten bei dem bei der Maschine. Ich finde die Käfer so geil. Dandelion. Och, komm schon. Ja. Ich habe, glaube ich, die schwächste Tante von allen genommen. Die kann nämlich schon nicht mehr. Nee, aber ich habe auch hab quasi auch keine Stamina. Ich habe mal hier... Jetzt würde ich da hingehen. Ja, ein bisschen. So, da ist es. Braucht man noch nicht. Also ich bei mir, ich schmeiß die mal dahin. Dann heb die mal auf, weil da steht hier New Crafting Ideas. Ja, ich habe gerade trockenes Gras aufgehoben, das hat's auch getan. Ach so, das war einfach. Ein bisschen, ne? So. Gucken wir mal. Wir bauen hier am besten so ein bisschen rundherum, ein bisschen erhöht auch. Und dann können wir das hier, zack. Dann bauen wir uns dann nachher eine Treppe runter ins Forschungsding. Ja, Mann. Ach, da kann ich die Weedstem schon nehmen. Zack, zack, zack. Boah, ist das, ey. Wie, das passt jetzt nicht? Willst du mich rollen? Kann mir ja mal einer den Scheiß wegkloppen? Das ist ein Weg. Klick, 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 klick. Ich glaube, das hier. So, wie können wir jetzt die Foundations mal belegen mit Zeugs? Ja, ich weiß gar nicht, was ihr dafür braucht. Also wir hätten wahrscheinlich nicht zu viele Grasplanken auf einmal hauen sollen, weil das ist gerade echt sowas von rumbacken. Echt? Also ja, bei mir läuft es tatsächlich einwandfrei. Ich meine, es läuft immer noch flüssig. So ist es nicht. Aber die Blätter an sich, die backen hier halt rum ohne Ende. Das könnte eventuell zu Problemen führen. Könnte. So weit sind wir noch nicht. Nee, noch? Ruf mich, wenn es ein Problem ist. Nicht, wenn es eins werden könnte. Wieso ist hier... Was soll das denn? Das ist doch scheiße. Ich glaube, das ist einfach ein Weg hier. Hier soll gefälligst nichts mehr wachsen. Aber was will man mit einem Holzgerüst? Naja, wahrscheinlich Sachen drumherum bauen. Ich werde uns mal ein bisschen stabilisieren. Mach das bitte. Das klingt gut. Ach so, ja, ich könnte das mal zubereiten gleich. Ich könnte mal Pilze fressen. Ich habe auch noch ein bisschen Gnatmeat und... Habt ihr mal überlegt? Ja, eine Laus versuche ich auch gerade zu organisieren. Habt ihr mal überlegt, Das diese solltest Pilze du sein vielleicht müssen? Auch nicht allzu lange im Inventar behalten, weil... Das wird schlecht. Schimmelt! Genau. Es spoilt. So. Weedstem, da waren diese Scheißdinge. Was fehlt mir denn? Das. Jetzt fehlen mir noch Steine und Sprösslinge. Genau, und wir brauchen vor allem... Sammle ich auch gerade fleißig. Ja. So, ich zimmer dann hier schon mal Wände hin. Ja, bitte. Damit wir das Grünzeug ein bisschen loswerden. So, läuft auf ihn denn das Spiel? Hauen wir mich das FPS mal wieder nach oben. Die FPS, die sind wunderbar. Nur die. Wow, da sitzt eine Riesenkrähe, Alter. Beobachtet mich. Habe ich eben gehört schon. Okay. Ist ein bisschen beängstigend. Das ist natürlich geil. Nein, ich habe mein Speer verworfen. Ich habe ziemlich getroffen. Ja, das kenne ich irgendwo her. Das habe ich auch. Das Ding ist. Ich hab nach oben gezielt. Das Ding ist. Ich habe ein Ameisennest gefunden. Okay. Da gehen wir bei Gelegenheit hin. Ich weiß ja nicht, ob ich da rein möchte. Wieso nicht? Klingt doch gut. Ich weiß nicht. Ja, ja. Oh Gott, so, sind das viele. Ich jetzt auf jeden Fall. Irgendwie ist hier Wasser markiert. Interessant. Ja, Wasser ist markiert, wenn du zu durchsichtig bist. Ist bei mir aber auch.
Da werde ich gut, jetzt, glaube ich, da jetzt mal hin. Echt? Hier vorne ist doch was. Ja. Okay, mit einem Stein kann man... Eigentlich braucht man immer bloß nach oben gucken. Also ich sehe da viele Tropfen. Manchmal. Das war... Oh. Willow greift mich an. Also hier... Wer? Der blöde Vogel. Nee. Doch, stand gerade da mit Lebensleiste. Ich komme natürlich nicht daran. Ich will jetzt nicht meine Axt nach dem Scheißding werfen. Aber hier ist noch Wasser. Markus. Ah, ich hab. Nicht schlecht. Man kann das mit Steinen runterwerfen. Ja, wie cool. Ihr braucht bloß gegen den Stamm hauen. Stimmt, das geht auch. Wird euch die Krähe nicht angezeigt? Doch. Mit Leben. Sie sitzt oben auf der... Ich sehe sie da oben. Auf dem Laser, genau. Ja. Aber sie greift mir nicht an oder so. Nee, aber die quietscht mich an und... Wollt ihr hier nicht irgendwie noch eine Tür reinbauen? Ja, ist mir dann auch aufgefallen. Kommt hier nach oben. Scheiße, ups. Hupala. Nee, X gedrückt halten. Ja, aber das geht doch nur bei Blaupausen, oder nicht? Was? Nein. Ah, kannst auch recyceln. Geil. X ist Recycle. Das ist ja cool. Und wie kann ich jetzt die... Ah, gut, ist schon weg. So. Mal kicken, dass wir die gleiche Höhe haben. So. Und dann bauen wir da oben eine Tür hin. Plopp. So, kann sich mal einer um diese blöden Stämme kümmern, dass wir hier mehr Fundamente bauen können? Kra, kra, kra macht's ja. Scheiß Vieh. Hast du irgendwie was anderes eingestellt? Wieso? Oh ja, ich weiß, dass ich hungrig bin. Nerv mich nicht. Hunger macht böse. Ja, ist immer so. Inwiefern war das anders eingestellt? Was meinst du? Keine Ahnung, mit der Krähe, das ist neu. Ja, das hatten wir nicht beim letzten Mal, ne? Oh. Alter, wir müssen hier echt mal den ganzen Scheiß loswerden, das geht ja so nicht. So, jetzt brauche ich mal langsam Wassertropfen. Jetzt, wo ich durstig bin, sehe ich plötzlich keine mehr. Was ist denn hier? Ja, das kenne ich irgendwo her. Das ist gerade echt die Kombi. Okay, wir können Tische bauen und sowas. Find water. Ah, okay. Und Dächer, aber können wir auch Boden bauen? Ja, total toll. Wie gesagt, kann mit diesem Holzgerüst ungefähr gerade noch gar nichts anfangen. Nee, wir können ja halt auch nicht vernünftig rumrennen oder sowas. Oh, da ist dieser super angefressene Riesenkäfer. Achso. Ja, aber der tut ja nichts. Ja, ich hab den mal versehentlich mit dem Stein geworfen. Ja, dann tötet er dich. Weil ich die Stollen noch nicht kannte und der hat mich echt übel aufgemischt. Ich hab diesen blöden Käfer getötet. Haha. Oh, okay, hier gibt's schon Sachen, die brauchen ein höheres Tiermaterial. Ah. Höheres Tier. Na, wie heißt's? Werkzeug. Werkzeug, genau. So. Wir so, brauchen. Die Tür wäre fertig. Aber wie kommen wir da hoch? Ja, da kommt irgendwann eine Treppe sicherlich. Fuck, Spinne. Wo bist du denn schon hingelaufen? Wo hast du denn schon eine Spinne? Die läuft hier rum. Wo läufst du rum? Ich habe gerade gemerkt, dass ich mich versucht habe. Ups. Ich finde das mit dem Trinken total geil übrigens. So, gut. Löwenzahn. Frau, halte die Augen auf, wir suchen Löwenzahn. Oh, ich sehe Löwenzahn. Ach nee, das dürfen wir nicht. Immer wenn ich singe, fallen meine View-Zahlen. Und du verlierst Abonnenten. Auch das, ja. Stamina ist mal am Arsch, ey. Warum finde ich denn jetzt hier kein Wasser? Was ist denn hier los? Also ich habe jetzt aber auch keinen Bock, aus so einer Pfütze zu trinken. Das ist echt uncool. Ja, weil da geht die Nahrung runter. Ja. Ja, und die einen wird schlecht. Was hast du denn? Achso, du hast dir die Kopfhörer rausgerissen. Du bist ja ein Trottel. Nein, der ist rausgefallen. Achso, Michi, wenn du genug Durst hast, immer, wird dir Wasser angezeigt, wo es ist. Also bei mir ist das ein bisschen laut. Bei dir ist das ein bisschen laut? Dann drücke ich ein bisschen runter. So besser? Ich stehe gerade auf diesen Baseball und es ist... Nimm einfach die Hörgeräte raus. So, hab ich schon. So, also, geschickt. Immer noch zu laut. Das ist strange. Ah, Ameisen.
Ja, hohe Tür höre ich. Tote Töne hörst du. Ja, tote Töne. Tote Töne hörst du. Sehr, sehr gut. Probier mal aus, ob Nettie den braunen Ton hören kann. Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Die Tiefen höre ich nicht mehr. Das war witzig. Stimmt. Da war schlecht. So. Alter, die ganzen Fundamente, die brauchen wie viel von dem fucking Löwenzahn müssen wir denn da kloppen, ey? Viel. Vor allem für das kleine Lager. Schon wieder eine Ameise. Geh weg. Ach, wie hieß die denn bei dem Film? Weißt du, ist noch einer? Wir müssen auf jeden Fall gleich mal, weil gleich dunkel wird, Dings sammeln hier. Wie heißt das? Sepp? Ja. Harz. Auf dem Weg. Harz. Wir brauchen Harz. Harz vor Chor. Oh, ich finde das Placement von diesen Blaupausen so bescheiden. Wieso? Ich weiß nicht, die lassen sich ziemlich bescheiden platzieren. Ach so. Vor allem, wenn du in Kurven bauen willst. Was hast du denn da hinten gebaut, ey? Ich mach die Tür zu hier. Ich mach die Tür zu. Und ich will groß haben. Ja, groß ist so eine Sache. Vor allem, weil wir noch keine Treppen haben. Oh, Riesenkäfer, Riesenkäfer, mitten in der Basis. Der kommt nicht klar. Der ist ein bisschen überfordert. Alter, das ist ja geil. Der rutscht ständig aus. Meinst du, wir schaffen den? Was ist denn das? Ein Marienkäfer. Ladybug? Ein Ladybug? Nee. Der macht, ja, Ladybug? Der heißt der. Ja, Mann. Okay, gönnen wir uns den Marienkäfer, ja? Zu dritt. Seid ihr irre. Das wird doch nichts, Diggi. Das wird nichts. Das wird instant Todfallunfall. Todfallunfall. Todunfall. Auch wenn es Marienkäfer ist. Auch wenn es Marienkäfer ist. Wir sind halt schon Ich würde gerne die Ameisen verprügeln. Sind wenige Zentimeter groß. Lass die Ameisen, das hat schon beim letzten Mal nicht funktioniert. Ich baue erst zu und dann mache ich sie platt. Ja, das ist sogar ein Argument. Ich weiß aber auch gar nicht, wie gut die... gebaut werden. Oh, hier muss überall noch was gebaut werden. Ja, wir brauchen nur noch... für irgendwas sollte ich nur noch Spricks und sowas besorgen. Ich habe hier zu viel Stuff gesammelt. Ja, wo, das sieht so da der sieht schon cool aus, wie er hier durchrennt. Ich glaube, ich mach da mal dicht. So, Marienkäfer, halt mal die Fresse, geh mal da weg, ich will da bauen. Ja, dann geh ich halt. Wichser. Aber ich weiß schon wieder nicht, warum ich da jetzt keine Blaupause setzen kann. Das ist echt scheiße. Wahrscheinlich zu voll. Ja, das kann sein. Vor allem, weil dieser dicke Marienkäfer-Arsch hier nicht weggeht. So, habe ich gleich noch so eine Larve kaputt gemacht. Kann man einen Feuer? Brauchen wir auch noch. Dringend. Ist doch schon. Das Feuer ist in der Mitte, vor dem Zelt. Echt? Ah, jo. Cool. Es brät übrigens gerade ein bisschen Fleisch, wenn ihr wollt. Ja. Das habe ich da eben auch schon drauf gepackt. Das dürfte da eigentlich noch drauf sein. Ich habe gerade noch mal zwei dazugelegt. Oh, da sind ja noch mehr. Coole Sache. Ja, Ameise. Hi. Ich traue ihr ja nicht, ne? Du bist ja süß. Ja, geht so. Alter, du blöder Marienkäfer, jetzt hau da mal. Ah, er hat mich in die Ecke gedrängt. Ich glaube, er will die Ameise fangen, die hier drin ist. Es sind zwei Marienkäfer. Nein, das macht die anderen Ameisen wild. Nein, der Marienkäfer will die Ameise fangen. Aber er ist so fett. Der hat da so ein bisschen Kollisionsprobleme. Jetzt komm da weg, du dickes Scheißvieh, ey. Ich will hier dicht machen. Ich hab wieder Hund. Ja, ein bisschen. Was hast du davor? Macht mal hier keinen Quatsch. Das wird nicht. Ich reite ihn raus. Oh, da kommt noch einer. Ja, super. Zwei Ladybugs. Hab ich doch gesagt. Hört mir einer zu? Ich gebe mir Mühe. Ich muss so viel auf einmal hören. Das sind so First World Problems vom Racken. Ich glaube, der braucht auch eine Therapie. Du still auf einmal hören. Ja. Nettie therapiert ja auch unseren Hund. Ja, unbedingt. Hat er auch dringend nötig. Boah, jetzt geh aus dem Weg, du scheiß Marienke. Alter. Du machst mich kirr, ey. Verpiss dich. Komm mal knapp auf dein Leben, ey. Oh, ich kann schon die Kommentare lesen. Ragnar versus Ladybug. So. Ragnar Tierfeinzorn. Naja. Tierfeinzorn. Hallo, Kater. So. Jetzt kommt die Mii hat mich auch gerade abgeflauscht. Der Yoda hat das Problem, er will noch die Kopf fängen, aber er traut sich nicht. Er ist ein bisschen schisserig. Ein bisschen schisserig?
Schizzerino. Es wundert mich, dass der fette Fettsack hier noch nicht auf den Tisch gesprungen ist. Ja, das stimmt allerdings. Fiese Fettsack. Oh, schon wieder Ladybug. So. Also die eine Tür, also die eine Wand ist jetzt so ziemlich dicht. Sag mal, Kater, was machst du da? Das geht dich gar nichts. Quatsch! Das geht dich gar nichts an. Ah nee, Quatsch mit Soße. Genau. Alter. So ein Quatsch. Ich bin hart am verdursten Dreck. Ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen was aus der Pfütze trinken oder so. Ich habe nichts, Alter. Libus, warum wird dir denn nichts zu trinken an der Zeit hier? Was ist los? Moment. So. Weil wahrscheinlich nichts in der Nähe ist. Dann werde ich mich jetzt, glaube ich, erstmal zu Spider City aufmachen müssen oder so. Also ich muss auf jeden Fall irgendwas zu trinken können. Oh, bei mir ist gerade alles voll tatsächlich. Voll gut. Ist da nicht hier irgendwo noch so ein Getränke? Ja, die suche ich gerade, diese Dose, ne? Tütchen. Trinkpäckchen, Junge. Das gute alte Trinkpäckchen. Si, Senor. Alter, snap irgendwie an. Mann, nein! Baumenü macht mich fertig. So, und jetzt anders. So. Jetzt will er nicht darüber bauen. Guck mal, der zeigt dir schon, dass du es falsch machst. Ach, fick dich. Oh ja, Alarm, ich bin durstig, bla bla. Aber richtig, sowas von. Oh, ich hab Sepp gefunden. Was hast du? Mitnehmen, ganz viel. Also, mach ich, aber ich würde auch gern was trinken. Ich hab nichts. So. Jetzt nochmal, ich will diese blöde Wand hier dicht haben, wie so ein scheiß Marienkäfer. So musst du mir den Mund spucken, damit ich nicht. Was? Wem willst du den Mund spucken? Ihr müsst mir zur Not in den Mund spucken, damit ich ihn nicht verdurste. Ja, ich meine. Es gibt Schlimmeres. Ich meine, wo man nicht. So, die Tür ist auch benutzbar. Das ist schön. War das? Mit Spucke oder ohne? Anlauf oder Spucke, kannst du ja aussuchen. So. Spucke ist des Teufels Gleitcreme, Ja. So. Und weil man geizig ist. Ja. So, konnten wir nicht beim letzten Mal auch Treppen bauen, Kai? Wir hatten es versucht durch die Foundations mit dem unterschiedlich hohen Sätzen, aber ansonsten. Stimmt. Gleich wird es eh dunkel, dann kommen hier Spider-Man. Ja, wir bräuchten irgendwie Licht, ne? Ja. Ich bin gerade schon so ein bisschen am Set sammeln, aber du könntest schon mal die Blaupausen setzen. Für die Fackeln. Ja, ich glaube, ich setze jetzt erstmal einen Marker direkt in die Base. Das glaube ich. Dass wir auch immer schön nach Hause finden. Deswegen sollte ich. Boah, Glück gehabt. Ja. Ich habe ja eine Arachnophobie. Ach. Arachnophobie. So ein Tinnif. Existiert nicht. Also, wenn ich Spinnen aber sehe. Die haben mir ja tatsächlich so einen Arachnophobie-Filter eingebaut. Das finde ja, ich stimmt. Ganz, stimmt. Ganz cool. Ach, die ist Michi, musst du immer noch trinken. Auch. Ja, aber. Komm mal bitte zu mir. Hier gefällt es auch. Ja. Komm zu mir, ich stehe direkt unter einem Watertropfen. Wenn ich dich jetzt finden würde, wo bist du denn? Auf der Karte. Auf der Karte? Es gibt eine Karte. Ach ja, gibt's ja nicht. Du brauchst dich einfach nur einmal ein bisschen drehen, dann müsstest du meinen Namen sehen. Ja, alles klar. Aber so eine doofe Ameise will mich nicht durchlassen. Jetzt sind ja auch noch Wurzeln, oh mein Gott. Wie kann man denn hier zur Hölle nochmal. Ich kann hier ein Table bauen, aber keine Fundamentscheiße. Ach schön, ein bisschen Deko. Ja, ein bisschen Deko. Dass es immer wohnlicher wird. Ja. Warte mal, kann ich hier nicht irgendwie auch Sepp in die Hand nehmen? Hier oben, über mir. Oh. Siehst du den? Ja, ich sehe auch direkt nichts mehr, ey. Der ist es hier. Ficke Dunkel. Was normal ist in der Dunkelheit. Oh, ich danke dir. Ja, in der Nacht kann das normal sein. Gerne. Ja. Nachts ist kälter als draußen. Mindestens. Hier ist noch was. Roof Corner. Hä, nachts ist kälter als draußen? Hier ist noch. Wasser auf dem Boden. Scared Roof. Falls du noch was brauchst. Alles hast du noch Dächer. Wasser? Ja, ich hab halb voll. Hier. Ehrlich? Vor mir auf dem Boden. Hier war noch irgendwo, hier ist noch ein. Ja, das ist gut, ich bin jetzt erstmal wieder voll. Das reicht. Vielen Dank. Es gibt einfach kein Bodendings. Ach da. Aber wir können auch mal schlafen gehen, ne? Vielleicht muss das noch erst vorstellen gehen. Ah, Dandelion Duft. Mhm. Was? Ein Gleiter. Ah, ja. Den müssen wir noch ausrüsten. Also kann man ausrüsten, die Teile? Ja. Ja. Oh nein, hier ist Wasser. So, hat jemand noch zwei Setzlinge? Oh, Setzlinge habe ich genug. Ja, dann komm mal her, dann können wir erstmal schlafen. Alter, was ist das denn hier? Das ist stocktief. Finster, ey.
Ja, auf jeden Fall. Warte mal, wo ist denn unser Haus? Da. Hier, ich habe so einen Marker gesetzt. 61 Zentimeter. Ja, das ist total geil. Es ist so geil, ich liebe dieses Spiel. Es ist so hammergeil. Echt eine ultra coole Idee. Wenn wir gleich runtergehen zu den hier links, komischen... Hier habe ich das erstmal hingepackt. Wir haben die Tür noch nicht zugemacht. Wo bist du? Hier oben. Bertolt Ragnarsson, da. Ich will nicht resetten. Ist doch gar nicht fertig gebaut. Ragnar Tierfeindsson. So. So. Jo. Gut. Dann lass uns doch mal alle schlafen. Ja, so heißt der eine Charakter. Ich kann aber nicht hin. Waiting for others. Ja, ich hab noch keinen Boden gebaut. Ich fange ständig durch. Ja, wir können doch keinen Boden bauen. Das ist ja das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Steht doch einfach unten hin. Willow, beobachtet euch. Ach so, ja, stimmt. Die Krähe ist hier auch noch irgendwo. Bitte benutzen Sie. Hast du schon benutzt? Ja. Dann musst du auf Schlafen drücken. Ich habe jetzt mal einen... Ah, ich habe... Ah, okay. Schön. Schön ist hell. Das. Hell. Hell ist schön. So, was ist jetzt der Ablauf? Okay. So, jetzt muss doch mal irgendwie drin sein, dass wir hier irgendwas draufsetzen. Das kann so nicht weitergehen. Ich esse erstmal was. Ja. Spoiled Meat. Oh, das ist vielleicht nicht so geil. Das ist echt trotz Braten schlecht geworden. Aber ich glaube, ich habe noch... Hattet ihr das angemacht, sag mal? Ja, hatten sie. So, was wollte ich jetzt gerade? Aber wenn es ausgeht über Nacht? Nee, das leuchtet ja, das glimmt ja nur vor sich hin. Das ist hier so Glühbirnchen scheiße. Haben wir schon eine Workbench? Nee. Oh, wir können ein Dach bauen. Ja. Schön. Ja, lass uns erst ein Dach bauen, dann Boden. Das ist eine spitze Idee. Genau so machen wir das. Das ist genau so. Ja? Wer braucht Fußball? Das ist völlig überbewertet. Echt mal. Ich kann mit diesem Gerüst an sich irgendwie immer noch nichts anfangen, vom Prinzip her. Nee, weil wir noch keinen Boden drauf bauen können. Kann man das überhaupt? Ja, ansonsten macht doch ein Gerüst keinen Sinn. Jein. Und du hast doch beim letzten Mal auch so eine Lagerplatte gebaut, die wären auch total gut. Die könnten wir da auch einfach stimmt! Warte mal, wie habe ich das denn gemacht? Ja, die blöde Ameise ist hier im Weg. Haben wir die Werkbank schon? Nee, ich glaube nicht. Die soll auch auf jeden Fall. Was? Steht die schon irgendwo? Nee, wir brauchen Harz dafür. Hab ich. Ja, hole ich. Harzsteine und. Ich hole noch was, das wächst über Nacht nach. Hier ist Harz. Genau. So, die Werkbank steht. Oh, das ging fix. Wie viel Harz hast du denn, Alter? 5 hatte ich. Das ist. Ich hatte mir halt noch keine Fackel gemacht. Ja, hab ich auch nicht. Ich schon. Ist ja insane. Ich glaube, ich kann auch noch eine Fackel abgeben. Ich hab wenn man Sachen teilen kann, ich weiß es nicht. Ja, man kann die droppen, aber ich guck gerade mal, ob ich die selber basteln kann. Torch. Was wenn fehlt mir? So. Warcraft Ingredient. Wir sollten was essen und was trinken wahrscheinlich, oder? Ja, ist glaube ich eine gute Idee. Wollen wir mal jagen gehen? Ja, hier ist eine Ameise. Aber warte mal, ich muss erstmal was essen und was trinken. Ja, kann ich ja nicht. Komm, mach die Ameise platt jetzt. So, warte mal. Oh, ich kann Kunst machen. So, aber ich will jetzt erstmal einen Bogen haben. Gnädfass, scheiße. Und Sprick. Was für ein Ding? Guck, ja toll, die Ameise gibt noch nicht mal was zu essen. Was? Oh, ach, die gibt nur den Panzer, ne? Ah, da kannst du bloß Panzer draus machen. Ja. Ja, aber dann können wir das schon mal erforschen. Hm. Was steht denn hier? Ich zeig meinen Leuten mal hier das lustige Computerding. Was haltet ihr davon? Ja, das kennen die noch gar nicht, oder? Nö. Ne, wir haben das Lagerding. Nach einer halben Stunde nichts passiert. Lassen wir mal was passieren. Ne, also oben links, was ihr jetzt nicht lesen könnt, da steht Investigate the Mysterious Machine. Und das ist tatsächlich die hier. Und da ist erstmal hier unten drin gar nicht so viel zu entdecken, außer dass es ziemlich cool ist, dass man hier mit manchen Mikrochips läuft. So. Macht es und dann kann man hier oben nämlich einen Knöppel drauf drücken. Oh, schon wieder. Wieso bin ich schon wieder durstig? Was ist das denn für ein Kack? Ja, weil wir geschlafen haben. Stimmt, ich bin auch ficke durstig. Brauchen wir was zu trinken und was zu essen? Ich gehe mal zum. Mein ganzes Genettfleisch und so ist verdorben. Ja, das ist ganz schön scheiße, dass es nach einer Nacht schon verdirbt. Also, es ist schnell. Vor allem, wenn es gebraten ist. Nee, ich glaube, die Fackel war einfach nicht an und deswegen. Hat das nicht so ganz funktioniert.
Ja, wieso? Es war doch gebraten. Es war doch schon. Es hat sich doch gedreht. Ich habe doch selber was aufgehauen. Ja, was draufhauen, wenn es Feuer aus ist, bringt halt nichts. Dieses Feuer war die ganze Zeit an, es hat geleuchtet, es hat geludert. Echt? Außerdem habe ich auf Cook gedrückt. Das Ding hat sich gedreht. Boah, das war knapp. Da streicht gerade irgendwas durch die Gegend. Das gefällt mir gar nicht. Mein Wassertropfen ist gerade in Richtung Dreckwasser gerollt. Ja, Dreckwasser will ich nicht. Hat Nettie mir auch gerade vorgeschlagen. Da ist Wasser, aber... Kann man machen, sollte man aber nicht. Nee, müsste man vielleicht abkochen. Ja, genau. Aber was halt immer geht, sind Tautropfen. Ich sehe gar keine. Nettie trinkt auch selten aus Pfützen, oder? Ja. Das macht doch mein komischer Körper nicht mit. Na. Dein Körper sowieso nicht. Nee. So, ich habe erstmal hier so ein Vieh getötet. Oh, was ist das denn? Obwohl, früher habe ich das gemacht. Hier ist so ein merkt man fast gar nicht. Du hast Dreckwasser getrunken? Ja. Doch, Kid-Momente. Ja. Oh, ich habe hier einen guten Zombie-Prügel gefunden. So ein beschlagenes Brett. Okay. Ist hier irgendwas Cooles drauf? Ey, wir hätten, Alter, ohne Scheiß, ich habe hier gerade eine Riesenfläche gefunden. Hier hätten wir echt richtig bauen können. Echt? Vielleicht sollten wir umziehen. Kannst du Marker setzen? Ja, kann er. Oh, Tautropfen, danke, Nettie. Wenn ich das habe, aber ich muss erstmal was trinken. Plopp. Verrecke ich hier auf weiter Flur. Aber hier ist auch alles vertrocknet, sehe ich gerade. Scheiße. So, ich fresse jetzt mal ein paar Pilze. Gönn dir. Oh, meine Axt ist auch gleich kaputt. Oh, verdammt, Wanzen. Hier ist Wanzen. Nein. Danke. So gut höre ich zu. Du hörst total toll zu. In dem Wanzen noch nicht gewachsen. So. Hä? Ich habe doch gerade eine neue... Ah, ich habe jetzt zwei Äxte. Das Geile ist, man kann die Äxte auch wegschleudern und bleiben im Gegner stecken. Ja, das ist echt cool. Hey Michi, ich sehe deine Katzen. Ich habe hier drei laufen. Die sieht man da öfter mal. Ja? Ja. Die springen auch gerne mal mitten ins Bild und mich hier auf den Schoß und was nicht alles. Ja, das hat Schröder bei mir auch gemacht. Und dann haben sie mich gefragt, wer ist das denn? Ich habe hier gerade so... Schrödinger. Oh, eine Wanze, scheiße. Ja, die Wanzen sind ganz schön assi. Also die können assi sein auf jeden Fall. Oh, ja, vor allem in Massen. Ja, so ab 3 wird's kritisch, ne? So. Erinnere mich mal dran, dass wir nachher einen Hammer mit runternehmen, wenn wir ins Loch gehen. Irgendwas. Ja. Wo ist was? Da blinkt irgendwas. Was blinkt da? Wo blinkt was? Ich sehe nichts blinken. Ach, da. Ah, ich bin jetzt bei diesem Kabel hier. Ah. Ich bin da, wo wir noch gar nicht sein müssen. Genau, und da müssen wir nachher mal einen Hammer mit runternehmen, für den Stein abzubauen. Ne? Genau, damit wir ein besseres Werkzeug kriegen. Ah, hier, guck mal. Die Fliegedinger. Müssen wir das eigentlich erst erforschen? Komm hier. Ach, scheiße. Diese Ameisen machen mich ein bisschen kirr, ne? Na. Ich habe jetzt ich bin da echt traumatisiert. Getrunken, aber was zu essen bräuchte ich. Ich finde hier auch keine Wanzen oder keine Maiz oder sonst irgendwas. Ja, trinken... War ein guter Anfang, bin ich noch nicht so ganz grün. Essen, geht. Du hast echt schon angefangen, hier ein scheiß Dach zu bauen, Alter. Wir bauen erst das Dach, bevor wir das in den Rest des Hauses bauen. So, hier oben drauf auf den. Kommst du schon rein? Ja. Ich hab dir hier oben schon mal ein Dings hingesetzt. Ein Lagerplatz für die Holz. Cool. Ja, Quatsch, für die Grasdinger. Ja. Es gibt auch noch einen zweiten Lagerplatz extra für die Holzgeschichte, also sprich für bei dem Trocknen. Ja. Ich glaube, hier draußen liegt noch ein bisschen was rum. Nee, alles schon weg. Ist ja irre. Das ist ja irre. Dann müssen wir aber gleich gucken, wie Michi das hinkriegt, weil er kann ja irgendwie nur werfen. Was kann stimmt. Ich? Ja, stimmt. Das ist ein bisschen doof. Ja, dann schmeißt du die einfach hier auf den Boden und wir packen die dann hier drauf. Also ich wüsste jetzt auf jeden Fall nicht, wie das auf dem Xbox-Controller jetzt ist, dass ich die einfach so droppen kann. Das nervt mich. Bei mir wird das unten rechts angezeigt, was für ein Knöpfchen ich drücken muss. Tatsächlich. Bei mir ja, da steht aber nur Action, Throw und Block. Ja, mit der Axt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel die Grasfinger in die Hand nimmst, dann steht da Werfen oder Ablegen. Stimmt. Guck mal unten rechts im Bild, Michi. Nee, bei mir steht bloß... Right-Button, Hard... Hack und Unload. Unload, genau. Ja, Unload ist das Richtige. Genau. Oh, alles klar. Dann kann ich das auf. dumm. Hab ich noch gar nicht drauf geachtet. Sorry.
Man lernt immer dazu. Ja, ich tatsächlich auch nicht. Was aber vor allem daran liegt, dass die Facecam davor steht. Aber das ist schön, etwas gelernt zu haben. Ja, Alter, das, ich bin jetzt schon wieder in die falsche Richtung gelaufen. Ist immer wieder ein gutes Gefühl, Michi. Okay, lass mich in Ruhe. Jetzt stell dir mal vor, dieses Gefühl hättest du damals schon in der Schule gehabt. Das habe ich damals in der Schule nicht gehabt. Ja, ich weiß. Deswegen sollst du es dir vorstellen. Ach so, das habe ich akustisch nicht verstanden. Was denn? Bloß weil ich Michi mobb? Guck mich nicht so böse an. Ich guck nicht böse. Du guckst böse? Immer böse, Netty. Tada! Bitchface! Was ist zu beweisen? Lieber Bitchface als Duckface. Nee, Resting Bitchface, glaube ich, heißt das. Resting Bitchface? Ja, irgendwie sowas. So, Fall um. Hat jemand von euch schon einen Hammer gebaut? Nee. Nee. Dann könnte ich das theoretisch mal... Könnte man bei Gelegenheit mal machen, ja. Oh, ey, was hast du denn hier für ein Kuddelmuddel gebaut, soll, ey? Soll ich für jeden einbauen? Was für ein Kuddelmuddel? Ja. Wo? Wieso? Mit den Fundamenten hier. Ich sehe voll nicht durch. Und mit den Wänden. Ich habe keine Fundamente mit gebaut. Mit den gelben Strichen auf der Straße. Was? Gelbe Striche auf der Straße? So ist das. Für mich zumindest. Achso. Sehe nicht durch. Ah, da hat einer einen Hammer gebaut. Ich habe 3 gebaut, für jeden einen. Ah, super. Das ist nett. Ja, ich habe so viel Stuff gesammelt, ne? Ohne Scheiß. Ne. Ja, das kennt man irgendwoher. Ich bin auch voll mit irgendwelchem Scheiß. So. Ah, komm, schau. Da oben kommt wieder. Wo soll ich denn diese Schale herkriegen? Ja, von der Eichel. Use the dick grubs. Okay. Aber ich glaube, dafür müssen wir ein bisschen ja, klettern. Ja, das war jetzt auch das. Entschuldigung. Ich bin jetzt auf A-Rating. Immer noch R-Rating. Am Hungertuch nagen hier. Wie blöd. Willst du Pilze haben? Gerne. Wo bist du denn? Dieses Spiel ist echt seltsam, wenn man da einfach nur zuhört und überhaupt nicht weiß, worum es geht. Möchtest du Pilze haben? Gerne. So, ich schmeiß dir mal ein paar Lass Pilze auf den Boden. Abenteuerlich. Ja. So, was ist denn hier? Inventory. Da. Scheiße. Pilze. Wo sind sie denn? So, wo ist denn eigentlich damit? Mein Inventar? So und so. 6. Ich schmeiß immer 6 Stück auf den Boden, ja? Das die liegen hier vor mir. Äußerst großzügig. Bist du denn satt? Ich habe noch 10 Stück. Boah, alles klar. Vielen Dank. Läuft hier. Ach, gerne. Wo sind jetzt meine... Seht ihr diese Kollegialität hier? Meine Hämmer eigentlich. Ja, Entschuldigung. Da ist mir was in die Nase gestiegen. Ein ganz klein bisschen. So. Wo sind meine Hämmer? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt hast du 3 Stück. Drei, ich habe 3 Hämmer gebaut und die sind nicht da. Na, so einen hat sich, glaube ich, Kai schon genommen, oder nicht? Ich habe noch gar nichts geholt. Oha, draußen ist Hundealarm. Ich guck mal, was da schon wieder skandiert wird. Ich guck mal. Rums. Oh, ich hab ne Acorn. Ich hab ne Acorn-Shell. Echt? Ja. Dann kannst du mal so eine Schaufel bauen und mal gucken, was wir hier damit machen können. Schaufel klingt richtig gut. Können wir umgraben, das wäre richtig geil. Ich versuche gerade meine Hämmer zu finden. Ja, steht irgendwas von wegen, du kannst Gräben ziehen, aber was das bringt, kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Naja, aber... Ja, was ein Graben so bringt, ne? So. Alles klar. So. Zack. Ihr müsstet denn... Also die kann ich jetzt echt nur... Hummer Schokolade. Nur werfen, tatsächlich. Das wir hier... Und die Hämmer? Ja. Also die kann ich nicht droppen. Ich finde das total kacke, dass man die Wand hier nicht zukriegt. Kai, dreh dich mal um. Ja, schmeiß mir bitte nicht an den Kopf, weil das macht Schaden. Ja, das war zu erwarten, oder? Ja. Wo ist er denn? Da. Ja, hat er. Dankeschön. Kein Problem. Das geht auch nicht, das ist doch scheiße. Markus, Herr Müller. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Gib mir. Au! Inventory full. Dim. Echt jetzt? Ja, ich... Da liegt der, direkt vor dir. Ja, ich kann es nicht aufheben, weil mein Inventar voll ist. Warte. Ist aber das. Ich mach da gerade was gegen. So, jetzt sollte es gehen. Wo ist denn der jetzt? Warum kann ich den nicht ins... Jetzt habe ich den. Cheesecake oder White Pearl? White Pearl klingt richtig gut. Hat noch einer zufälligerweise Blätter? Blätter? Die, Was für Blätter? Cloverleaf.
Habe ich. Jetzt haben wir her. Wo denn? Ich müsste auch. Ich habe drei gerade vor mir gedroppt. Ja. Ja, das müsste reichen. Ich baue uns mal ganz kurz. Tada! Le Korb. Was? Le Korb. Ein Le Lagerkorb. Ah, da kannst du jetzt dein Inventar mal ein bisschen erleichtern. Das klingt richtig gut. Ich kann mich erleichtern, endlich. Ein Donnerbalken! Lass das laufen. Das wär geil. Das fehlt viel zu vielen Survival-Spielen, dass man auf Klo muss. Finde ich tatsächlich. Also jetzt mal ernsthaft. Oh, jetzt wollte er mich schon wieder mal. Das war sehr lustig. Vorhin bei The Ark, tatsächlich. Von KIZ. Das sind drei Gestalten, ja. Das wusste ich zum Einschlafen hören. Unser Kind steht auf. KIZ? Ja. Klopapier? Ja. Hier bitte nicht. Nein, nochmal weg. Sonst kriegen wir die Wand hier nicht zu. Ja. Es ist ja ein bisschen. Hat er weg. Voll assi hier. Warte, dann mache ich auch den Korb. Nee, das geht. Wie viel ist denn im Korb drin? Nix. Oh, ist das assi, ey. So. Ein Schnacker. So, dann haben wir auf jeden Fall jetzt mal einen geschlossenen Kreis hier, glaube ich. Ich glaube, dann kommt hier erstmal keiner mehr rein. Welche denn? Die Luffle? Geil. Ja, die ist super geil. Die ist super geil. Ich dachte, da ist noch irgendwas Tropisches mit drin. Ne, die ist aber nur gut. Ach ja. Jetzt habe ich irgendwie auch voll Bock auf Schokolade und ich habe keine Schokolade. Sorry, ich muss fett werden. Ah, guck mal, wenn wir die Lager hier überall auf die Fundamente drauf spackschen, ne? Dann können wir aschfrei langlaufen. Stimmt. So, ich habe hier nochmal hingestellt. Müsste gleich nur mal so ein bisschen. Ich hatte nur ein Blatt noch. Ich bin schon wieder so hart am Verdursten, Alter. Was ist denn los? So, ich brauche Gnettfass. 4 Stück. Hat man nicht mal irgendwie so eine. Kleine Flasche zum Bauen? Eine Flasche zum Bauen? Fürs Wasser? Das wäre cool tatsächlich. Oh, ich bin gerade aber auch gerade übelst am Verdursten. Bestimmt kann man die irgendwann. Ich bin. Oh ja. Oh, ja. Sehr, 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 sehr am Verdursten. Meine Fresse. Geil, wir haben eine Tür, wo wir nicht rausgehen können, weil man da runterfällt. Die hast du gebaut. Gott zum Strahl. Ja, die Tür ist ja auch gut da, wo sie ist. Aber die Fundamente, das funktioniert ja alles irgendwie nicht so. Oh, eine Fliege. Komm her. Dich brauche ich. Du musst sterben. Danke. Was sind Gnets eigentlich? Sind das Fruchtfliegen oder was soll das sein? Oder Eintagsfliegen? Also nur kleine Pissfliegen, ne? Diese nervende Mistviecher. Ja. Also alles. Ich bin jetzt wieder auf da Wasser, müssen wir auch aufpassen. Die fangen an, hier Basis zu plündern. Die Lagerkörbe, wenn da eben was zu fressen echt? Drin ist. Also ja. Wie Fliegen halt so sind. Ja. Das hatten wir doch letztes Mal, da war doch hier dieses Diebstahl. Stimmt, auf einmal war alles weg. Oder wir wollten es holen, genau. Das hätte ich jetzt aber jetzt von Arbeit wieder. Tötet. Ich muss jetzt zu diesen Lagerkörben erstmal hin, ich muss ablagern. Oh, schön. Ah, oh, geil, das, was ich brauche, kann ich nicht machen, weil ich keinen Platz mehr im Wetter habe. Ich kotze, ey. Toll, ich krieg das Ding ja noch nicht mal umgeklatscht. Ah. Wen willst du umklatschen? Getiers. Andere Pflanzen als Gras und Achso. Gedöns. Ja, tatsächlich. Distel, jawohl. Ja, sehr cool. Boah, da schwimmt die Nadel. Ist der tot? Ja, der war tot. Geil, das ist vergammeltes Fleisch. Das ist ja super. Gut, dass ich es hab. Also wir brauchen es garantiert noch für irgendwas. Ich behalte es mal. Haben ist besser als brauchen. Alert, you're thirsty. Wo ist denn? Ich brauche Wasser. Ich habe gerade einen Lawnmite-Fleisch gefunden. Ah. Oder eine Elite habe ich. Boah, ist das so kostbar, wie zu Feuer zu kommen, Alter. Wer hat denn das hier gebaut? Oh mein Gott. Da sollte ja eigentlich auch eine Treppe runter. Ich habe immer noch Durst. Und ich will Scheiße. Hier genau, die wollte ich. Die Kleeblätter. Hä, hey, warum habe ich denn... So, jetzt kann ich erstmal so einen Lagerbehälter fertig bauen. Erstmal was trinken. Das wäre auch gut. Also ich will keinen Guck an die Decke. Haben. Ich guck schon die ganze Zeit, aber ich komme nicht hinterher, weil du immer so schnell. Ja, da beschwert sich mich auch immer. Ich bin zu schnell. Ja, so. Mit deinem Hin- und Her-Gucken. Ja! So, hier ist erstmal ganz viel. Boah, ich kann doch noch keine Acorn Pflanzenfarben Shovel bauen.
So, und jetzt gucken wir ganz in Ruhe nach ein bisschen Gras. Tau. Ich weiß schon, was du meinst. Nach dem Tau im Gras. Es hört sich hier vieles so falsch an. Ja. Dann hättest du vielleicht abhängen. Ja, jetzt haben wir auch noch so. Ach so, ihr könnt hier diese Honigtropfen sammeln. Dadurch füllt sich sowohl Essen als auch Trinken auf. Echt? Das mache ich jetzt, glaube ich, erst mal. Ja. Hast du doch. Oh ja, aber nicht viel. Ich habe es einfach mal ausprobiert, weil ich habe irgendwie nichts gefunden. Wie lange geht die Folge eigentlich schon? Wir sind jetzt bei 50 Minuten, wir haben noch 10. Ja. Also Honigtropfen bieten sich sehr gut an. Echt? Ich habe da nur Minimum... Hier ist noch Wasser, wenn, hat einer Durst? Ja, ich unbedingt. Lass, bei mich. Lass Dragner erstmal trinken. Hast du nicht noch Honig? Ja, aber der hat bei mir gerade echt nur... Sie denn hier, da war nicht viel. Das sind diese gelben Tropfen auf dem Boden. Wo bist du denn? Ich sehe gerade echt nicht, wo du bist. Hier, dann musst du Lucky machen. Das dachte ich mir schon. In Richtung der Maschine. Hat jemand von euch mal Bogen gebaut? Bogen hatte ich schon mal, aber noch keine Pfeile. Ich wusste nicht, doch, brauche. Hatte ich auch schon. Ja, sehr cool. Brauchst du Disteln? Möchtest du Pfeile bauen? Wo hast du Disteln her? Zeige ich dir gleich, wo die war. Ja. Wollen wir zum Abschluss die erste Quest noch machen? Ja, gerne. Aber erst brauche ich hinter mir. Oh, Wasser. Geil. Wenn ich jetzt noch Essen hätte. So, Hammer haben wir alle. Ja, dann aktivier doch mal die Maschine, lieber. Genau, ich aktiviere mal die Maschine. Ist ja, wenn ich hier sitze, die Tiere kommen alle aufschüssen. Von ganz alleine, ja. So. Seid ihr alle da? Und oh, ich bin reingefallen. So, Laser 1, Laser 2. So, jetzt haben wir Laser 3. Schön Laser. Genau, machst du die mal frei da? Einmal umbauen. Zack, so, kommt das schon mal durch. Laser 2 läuft. Dann können wir jetzt Wanzen töten. Auf geht's. Oh, ich muss mir noch fix meine Axt neu bauen. Okay. Kann mir mal jemand verraten, wie ich meinen Hammer in mein Ringmenü reinholen kann? Nee, ich bin. Keine Ahnung, halt, wie es auf Xbox-Controller geht. Ja, ich habe 1, 2, 3 hier halt. Guck doch mal über Inventory, ob du da nicht irgendwie Knöpfchen. Hier steht was von Equip. Ich bin im Inventory. Ja, ich kann ihn denn ausrüsten. Aber dann ist er ja nicht in meinem Ringmenü. Das nervt mich. Drück mal 3, wenn du drüber gehabert bist. Oder so. Keine Schocke für Lilo. Das ist nicht gut für Hunde. Nein, nein. Egal, ich hab ihn jetzt Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Ah. Ja. Wobei das Equipment kannst du eigentlich gleich machen, nachdem wir diese hässlichen Viecher da getötet haben. Hier ist übrigens. Wo bist du? Michi, komm mal zu mir. Ich klopfe jetzt Wanze. Hier auf dem Boden. Oh, phänomenal. Eine Wanze. Gott, das Ding habe ich sofort noch im Inventar. Wanze. Ja, okay. Hund. Danke fürs Nerven, Hund. Aufnahmen kaputt machen kannst du richtig gut. Aber siehst du, so süß dabei. Wer von euch hat eine Fackel? Ah, ich habe noch keine Fackel. Ich habe eine. Dich brauche ich gleich als Fackelträger. Habe ich auch eine? Fackel, eine bauen auf jeden Fall. Torch, mir fehlt das Rope. Ups, das war die falsche Tasche. So. Nein, hast du gebraucht. Ja, passt schon. Here we go. Attacke. Zack, Platsch. Tote Mann. Das Lichtspiel ist ja tatsächlich schön, ne? Oh, ja. Ruhig, ey. Ist das so krass. Boah, Alter, der Hammer geht schon ab. Hast du schon mal probiert, mit dem Hammer die zu matschen? Oh, das kriegen wir hin. Der ist elendig langsam, aber ja, haut echt rein. Ja, aber ich glaube, mit der Axt bist du schneller. Ja. Brauchst aber halt mehr Stamina, ne? Oh, ich glaube, ich habe dir gerade eine reingehauen. Ey! Entschuldigung, Assi. Bist mir voll reingelaufen. Ja, genau. Oh, ihr könnt euch selbst. So, hier ist Quarzit. Ja. Das wird auch zu selten gemacht. Was, sich gegenseitig kaputt hauen? Naja, so oft wie ich jetzt in irgendwelchen NPCs fast den Kopf abgeschlagen habe, weil die nicht standen. Oh, hier geht das ja noch weiter. Hier war ich jetzt immer gar nicht mit. Oh, hier ist noch mehr. Ich werde total überfordert. Wieso? Orientierung? Ja.
Hier lag übrigens hier so ein SCAB. Was? ACAB? Was? Nein, SCAB. Das ist die Uhr, die wir tragen. Okay. Wo liegt das? Lag hier auf dem Boden, habe ich aufgehoben. Müsstet ihr jetzt eigentlich auch als Blaupause bekommen haben. Hier kriecht was im Boden. Ja. Würmer oder so. Das ist so cool, ich liebe dieses Spiel. Das ist ja krass. Du kannst nicht oft genug sagen, also das ist ohne Scheiß. Da hast du ja auch recht damit. Allein dieses Setting ist der Wahnsinn. So, ich gucke jetzt mal im Inventory, ob da... Oh, ich habe meinen Hut noch gar nicht aufgenommen, ich Idiot. Guck mal, dass wir hier alles an Quarzit mitnehmen, was wir kriegen können. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich haben muss es jetzt mal eigentlich getan, oder? Ja, hier liegt noch immer so ein bisschen was rum. Achso, auf dem Boden, ja. Ich meine, wenn ihr jetzt einen so ein Steinchen vergessen, ist der glaube ich nicht. Und hier dieser Schleimgedöns, ich weiß nicht, ob das was bringt. Kram von der Wand. Du musst den Platz räumen. Alles bringt was. Echt jetzt? Das ist der Vogel schon wieder. Ich glaube, der Vogel ist nachher Endgame. Endboss und sowas. Ja, boah, ich höre ihn. Da muss ich denn so an das große Krabbeln denken. Kennt ihr den Film? Nee, natürlich. Ja. Beste Dreamworks-Film, ohne Scheiß. Ich liebe diesen Film. Eppala. Ich nehme mal noch ein bisschen Klee mit. Braucht man ja auch ganz gut, vor allem fürs Dach nachher. Ja. Und Steine. Ich weiß gar nicht, wie viele Steine wir brauchen. Können wir eigentlich noch analysieren? Ja, klar. Müsste sogar voll sein. Ja, müssen wir machen, bevor wir schlafen gehen. Das Quarzit mal einmal analysieren auf jeden Fall. Genau. Ja. Das zum einen und... Willst du vorher noch die Explosion auslösen? Ja, das mach ich gleich. Ja, zum Abschluss, oder was? Ja. Okay, also erst... Weiß ich grad nicht. Ne, wir analysieren erst und dann machen wir Pum. Okay, also analysieren, schlafen und dann... Bumm. Genau. Das ist gut. Ja, ne? Ich finde auch. Achso, da müsste ich hin. So, hier ist eine offene Tür. Ja. Ich lass gerne Tür. Oh toll, da fällt's gleich ins Loch rein, ey. So. Ich gehe mal hier zum Analysator. So, was haben wir denn hier? Quatsch. Wir haben zu wenig. Analyse. Wir haben definitiv zu wenig Boden. Ein Dew Collector? Achso, okay. Der bringt uns gar nichts. Wir haben zu wenig Licht. Was hast du auf dem Kopf? Ich will auch sowas auf dem Kopf haben. Nee, musst du das bauen. Sollte ich vielleicht tun. Slime Mold Sconge. Whatever. Sconge. Und. Was kann das denn? Ich hab keine Ahnung. Armorglue. Ah, das kannst du hier an die Wand basteln. Warte, ich guck mal, was das bringt. Stuffed Might. Okay. Ich hätte jetzt auch nichts mehr, was wir noch analysieren können. Und ich hab ficke Hunger, sehe ich gerade. So. Zack. Was kannst du? Da blinkt was. Wahrscheinlich leuchtet das. Ja, fällt jetzt natürlich nicht auf, weil es hier... Ich mach's mal weg. Gerade der behell ist. Da ist schon wieder die blöde Krähe. Ja. Gehen wir jetzt erstmal schlafen? Sie... Ich denke, du wolltest die Explosion noch machen. Die machen wir das machen wir nach dem Schlafen. Ist doch im Dunkeln viel besser. Ich kann noch nicht. Wir haben noch 18 Minuten. Oh, stimmt. Achso. Ja. Im Spiel. Haben wir noch was zum Analysieren? Also ich... Nee, ist alles durchanalysiert. Dann machen wir die Explosion. Will einer eine Distelnadel für Pfeil und Bogen? Ja, würde ich tatsächlich nehmen. Wo bist du denn? Ich bin vor der Tür. Achso, ich lege das hier ins Zelt. Auch eine Möglichkeit. Ah ne, einfacher. Ich lege es hier oben in den Lagerbehälter. Auch das gut. Haben wir denn noch da. Ja. So, ist jetzt fertig, ja. Wir können auch immer noch keine Treppen bauen. Ist doch scheiße. Was fehlt uns denn da noch? Wir haben jetzt auf jeden Fall ein Stammlager können wir jetzt bauen. Aber das ist zum Kotzen, wie wieder rauszukommen, ey. Ja, das Stammlager liegt hier schon irgendwo, ist noch nicht gebastelt. Ich geh mal hier zum... Zum Computerpom. Also langsam werden die Ameisen ja echt aufdringlich hier, ne? Ja, aber hier die Dieben, die Schweine. Mach's kaputt. Wo? Ich mach das schon. Ich hau mir. Ja, sind tot. Hab ich mir gedacht. Eierköpfe. Ich da... Die Rache der Eierköpfe, Junge. Ja. So. So, wollen wir Kaboom machen? Gnadenlos wir auch damit. Moment. Zack. Ach stimmt, ich verhungere immer noch. Scheiße. Dann isst doch mal dein Honig. Ja.
Jetzt ist mir schlecht. Der Honig war nicht so gut. Hä? Also bei mir, ich bin jetzt grün. Ich hab die Anzeige jetzt grün unten links. Ja, aber grün ist gut. Nee. Nee, das Männchen war nicht nett. Das ist mehr so giftgrün. Ich hau jetzt nicht echt mit meiner Axt an. Ach, wie scheiße ist das denn? Die, diese komischen Glühdinger kannst du irgendwie nur an diese Fundamente dran basteln, nicht an die Wände. Okay. Ja. Nicht, dass man am Ende gar nichts auf die Fundamente bauen kann. Das wäre ja Humbug am Ende. So. Da ihr alle nicht kommt, komme ich jetzt wieder zu euch. Ach so, ja. Ach, da war was, ja. Ja, da war was. Die Folge ist zu Ende. Wir sind genau bei einer Stunde. Ja. Das wäre mal ein Novum, dass ich pünktlich Feierabend machen in der Folge. Gut, dann gehen wir mal schlafen und dann machst du Bumm, oder was? Dann machen wir Bumm. Ach, komm schon. Wir haben sogar schon fast ein Zuhause, nur kein schönes. Wisst ihr, was wir auch machen könnten? Ja. Warte mal. Och, Mann. Bau mal ein Stammlager, Kai. Ja, gleich. Aber eben die dämliche Ameise platt machen. Ich bin verletzt. Der Schleim da auch rausfällt, Alter. Ja, so, Ameisen. Ich habe jetzt nämlich hier die Fresse. Achso, Lager. Ich habe hier nämlich die Fresse voll. Also für Stämme. Ja. Das haben wir denn Platz? Boah. Hier oben baue ich das mal hin. Platz haben wir, glaube ich, genug. So. Es fehlt nur noch. Grastunk. Okay. Habe ich, glaube liegt mehr als genug im Lager. Von dem Graszeug. Okay. Ich muss gerade das Rope machen. So. Ja, das ist Plant Fiber liegt da drin. Achso, okay. Also was brauchen wir eigentlich mal für unsere Nahrungs- und Wasserversorgung? Das ist eine gute Frage. Ach Gott, hallo. Machen wir die Tür mal wieder zu hier oben. Wie ist so groß wie der Sessel. Dew Collector. Storm Collect YouTube. So. Used later. Dann baue ich hier unten mal eine Tür rein. Spinnennetze brauchen wir, fuck. Ja. Aber damit fängst du dann halt diesen Spinnennetzen die Wassertropfen zu. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Ja, das könnte durchaus wichtig werden. Ach ja. Jetzt kommt der Survival-Aspekt. Ja. Diese wundervollen, graugetropften Spinnennetze. Ja. Ich glaube, ich kann gar nicht schlafen oder wirken, weil ich schlafen, weil wir so extrem unterwassert sind. Nee, das glaube ich ist nicht das Problem. Ja, aber wenn wir aufwachen, haben wir nichts. Absolut nichts. Also ich. Ja, dann müssen wir halt gucken. Ja, ist bei mir genauso. Weißt du, das ist so ein Problem für Zukunft, Markus. Das ist einfach so. So, also ich wäre soweit zum Schlafen. Ja, ich. So, sonst können wir auch. Ich kann auch noch ein bisschen trockenes Gras und so sammeln. Ja, die Holzstämme zumindest hier ins Lager packen. Ja, das Lager ist ja noch nicht fertig. Oder hast du es jetzt gerade. Ah, hast du gerade fertig gemacht. Cool. Wie kann ich denn da Sachen drauf ablegen? Ah, mit G einfach. Einfach mit G. Ja. So, das habe ich mal erlebt. G wie Gap legen. Hier ist schon wieder meine Torch ist schon wieder weg. Haben wir hier jetzt eine. Oh, die ist aggro. Oh, das ist eine. Oh, shit. Soldier and. Ja. Die haben wir noch nie klein gekriegt, oder? Doch. So, das war's. Acid Gland. Wir haben eine Galle oder sowas. Ich glaube nicht, dass das war. Naja, eigentlich haben wir. Nee, wir haben da nicht dicht. Scheiße. Wir machen mal hier fix noch das Ding dicht. So viel zum Thema pünktlich Feierabend. Bug Rubber. Oh, scheiße. Ich habe hier eine Ameise. Gehen jetzt schon wieder auf uns los? Ja. Ich glaube, wir haben die wütend gemacht. Ich bin auch so gut, ohne Scheiß, ich bin auch so gut wie tot, Alter. Ja. Hilf mir lieber mit der scheiß Ameise hier. Wo bist du denn? Hier. Und dann bauen wir da noch eine Tür rein. Und dann müssen wir hier so schnell wie möglich diese blöde. Ey! Oh shit. Diese blöde Ameise hat gerade. Alter! Scheiße, schon wieder so eine Kriegerameise. Geh weg. Oh, Kriegerameise, da bin ich dabei. Ja. Ja, ich bin down. Ja, ich bin auch fast. Wir spawnen ja gleich in der Nähe. So, haben wir sie? Nee. Da jetzt.
Würdet ihr mich wiederbeleben? Dass wir... ja. Ja. Ich muss hier mal irgendwie mein Spawnpoint festlegen. Ja, das Scheiße habe ich noch nicht. Sonst laufe ich nämlich Kilometer weit. Naja. Dann müssen wir jetzt mal ganz schnell noch zubasteln hier. Max hat auch nur noch 1 Millimeter Leben, Alter. Echt? Oh, stimmt, ja. Ich bin quasi tot. Schon so pseudo-tot. So, ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich hier unten erstmal dicht. Ne, hier hinten ist noch ein bisschen was frei. Das könnten wir noch fix machen. Dann ist aber Feierabend hier. Ja, du musst noch sprengen. Nee, das große Finale war jetzt Ameisen töten. Okay. Ich glaube, das geht auch klar. Ja. Oh, wie man nicht sieht, ey, es ist stockgefinster. Kann ich mir noch eine Fackel bauen? Nee, ich habe kein trockenes Gras mehr. Scheiße. Arg. Ich hab trockenes Gras. Meine Fackel ist gleich auch alle. Wir müssen noch... Ja, eine Handvoll brauchen wir noch, ne? Das ist echt stockgefinster, meine Fresse. Ja. Was ist das? Plant Fiber bringt doch gar nichts. Schluck auf. Geil. Gut in der Folge. So, egal, wir gehen jetzt schlafen. Los. Hat noch einer trockenes Gras? Nee. Ich hab zwei, aber nee, man braucht drei. Waffen? Torch. Ja, okay, Torch wollte ich eigentlich nicht basteln. Ich wollte hier noch so eine. Also. Kommt quasi an die Wand noch basteln. Jetzt ja. Hier voll schlafen. Elegant. Ja, so über den Hund gehockt. Weil der Hund bitte von meinem Sessel geschmissen hat. Ja. Haben wir eigentlich irgendwas zum Heilen? Nee, oder? Bandagen können wir machen. Ja. Was? Stimmt. Bandagen können wir basteln. Irgendeiner fehlt. Ja, Michi mal wieder. Hä, ich stehe hier vorne. Also, ich drücke X, use. Was passiert nicht? Ja, use, und wenn du es benutzt hast, dann musst du hier noch auf Schlafen drücken. Genau. Er zeigt mir aber nichts an. Du stehst auch völlig falsch. Guck mal, weil der. Nein, er zeigt es mir doch an. X, use. Der steht doch dicht genug dran, oder was? Weißt du, du bist aber er macht nichts. Zwei Gerüste weit nichts. Weg, Alter. Ist du doof, oder was? Er zeigt mir. Also, guck dir das an. Gucke. Ja, ich gucke. Siehst du es? Schon die ganze Zeit. Hä? Ja, Michi. Du stehst irgendwie anders als wir. Richtig, du stehst 2 Meter weiter weg. In der Luft. Ich stehe genau vor dem Zelt hier. Nein, das Zelt steht ein Dings weiter rechts. Nein, ich stehe genau davor. Guckst dir an. Ja, ich hab's gesehen, Michi. Genau, ich hab's gesehen. So, komm mal nochmal weg. Komm mal zu mir. Komm ins Licht, mein Freund. So, pass auf. Ich geh mal noch ein bisschen. Pass auf, ich lauf jetzt genau hier aufs Zelt zu. So, hier ist das Zelt bei mir. Stehe ich bei dir beim Zelt? Wo ist denn bei dir ein Zelt? Bei dir ist kein Zelt. Natürlich hier direkt über mir. Nein, das Zelt ist hier. Hier ist das Zelt. Wir haben irgendwie ein Desync. Ja, wahrscheinlich. Glaube ich auch. Moment, wir bauen mal ein neues. Hilft ja nichts. Boah, wir können. Du hast es doch gesehen, ich hab's doch in die Kamera gezeigt. Wir können eine Ameisentrophäe an die Wand hauen. Wie gut ist das? Ja. Aber wir brauchen jetzt noch ein Bett. Ich hab den Kopf analysiert. Wir brauchen trotzdem noch ein Bett. Ja, wir brauchen Wasser, Alter. Wenn wir aufstehen, sind wir tot. Ja, wenn wir aufwachen, sind wir tot. Die Aussage schlechthin. Hä? Nein, können wir nur ein. Wenn wir aufstehen, nicht wenn wir aufwachen. Wir können echt nur einen so einen Unterschlupf bauen, kann das sein? Ich reiß ihn mal. Weiß nicht. Ich hab den jetzt mal abgerissen. Bei mir steht auf dem Bildschirm: Someone is trying to rest. Find a rest point. Ja, das ist ja schon lange da vorbei. So, ich das steht jetzt bei mir aber auch noch auf dem Bildschirm. So. Ich habe jetzt hier diesen Unterstand fertig gebaut, neben dem Zelt. Jetzt gehen wir hier schlafen. Jetzt kann ich ihn benutzen. Set Respawn Point. Ready. Ich hab einen Respawn Point gesetzt. Ich bin auch ready. Schlafen. Oh. Yay! Licht! Wie geil! warum hab ich denn jetzt Wasser? Oh, ich auch, stimmt. Mm. Das ist ja geil. Okay. Ich meine, ich beschwere mich nicht, ne? Weil ich der Letzte. Ey, isst du gerade echt im Let's Play? Na du. Schiebst du gar nicht? Überhaupt nicht. Mm-mm. Das ist ultra geile Nuffé-Schokolade, die geht übel nach vorne. Also ich denke, jetzt ist hier Schluss, oder was? Jetzt soll ich schon wieder bauen.
Naja, es fesselt halt. Nein, ich will die blöde Wand hier noch fertig haben. Ja, deswegen bin ich gerade hier am Gras sammeln. Ne, also das... Das geht auch so ein bisschen... Das macht mich sonst fuchsig. Eine Woche warten, bis ich das hier wieder machen kann? Nee. Ich spiele morgen Abend wieder. Ja, stimmt. Hi. Stimmt, wir nehmen morgen eigentlich die nächste Folge auf. Ha, gutes Argument. Hallo. Da kommt schon wieder so eine Ameise. Ich glaube, die sind nachtragend. Ja. Wir hätten nicht anfangen sollen, die umzubringen. Na, das wir hätten die nicht anfangen sollen, mir auf den Sack zu gehen. Tja. So. Haben wir eigentlich auch, so. Haben wir auch so ein Lager für die Grasdinger? Nee, ne? Nein. Nee. Was war das denn gerade für ein komisches Geräusch? Das war Nettie. Das wollte ich vor kurz sagen. Ah, hier irgendwas klaut gerade. Siehst du das? Was war das? Wo? Aber wo? Hier ist doch gar nichts zu klauen. Drin, oder? Nee, da gibt's auch nichts zu klauen. Aber da war gerade das. Das heißt ja nicht, dass wir es nicht versuchen können, ne? Da ist, ja, Spoiled Meat hat da eins rausgeklaut, was ich da reingestopft habe. Ja, da können wir mit leben. Was ist das denn hier? Hier fehlt eine Wand. Was, wo? Hier. Ja, da irgendwie unten drin, ne? Ja, da kommt man da durch. Wir müssen mal die Lagerbehälter weiter in die Mitte bauen. Ja. Ah, deswegen fehlt das. Und einkreisen wahrscheinlich. Einbauen. Geil. Ich glaube, das steht zu nah an der Wand. Tatsächlich. Bam, bam, bam. Du Collector. Okay, Gras geht nicht. So, für den Collector brauchen wir auf jeden Fall Spinnennetze. Ja, das wird unschön. So, ich habe da zugemacht jetzt. Brauchen wir nur noch. Weiß man zufällig, womit man die Spinnennetze abbauen kann? Ja, indem du Spinnen tötest. Aber die. Ich glaube, da kannst du einsammeln. So einen Spinnenwald, da waren Netze überall am Baum. Kann man das nicht irgendwie absammeln oder so? Keine Ahnung. Boah, Repair-Tool kann ich bauen, das wäre cool. Ja, so ein Repair-Tool wäre auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Spiky Strick. Ich brauche Nadeln, dann kann ich mir richtig schön Knüppel bauen. Wie hieß die? Aber beende doch jetzt erstmal die Folge. Niemand guckt sich so lange Dinge an, oder? Na doch, ich habe jetzt gerade endlich mal den Skilltree hier gezeigt. Weißt du, jetzt, was bist denn jetzt so? Junge! So. Werte Zuschauer. Spike Strip. Und Michi. Vielen Dank fürs Zugucken. An alle meine Freunde und Markus. Ja. Man nannte ihn noch Sissy. Von wegen Sissy, so. Ich habe nochmal Pflanzenfasern gesammelt. Ich danke euch vielmals fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Das war irre konfus, habe ich das Gefühl. Kommt mal hier zu meinen Behälter. Alter, ich bin am Abmoderieren! Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ja, du stimmst gar nicht. Was entweder, denn? Entweder ist das hier ein Bug oder die ganzen Teile fallen die ganze Zeit raus. Plant Fibers. Seht ihr das? Ja, aber es wird nicht weniger. Liegen welche am Boden, ja. Das war strange. Aber jetzt moderiere endlich ab, verdammt Scheiße. Ich war gerade quasi fertig mit abmoderieren. Du bist aber dann einfach hab ich das schon wieder fertig gemacht. Ja, du bist ja fertig. Mit diesem scheiß Zelt, Alter. Selber zählt. So, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal, euer Ragnar Bertelsson. Like, Daumen, Abo, Kommentar. Bitte, sonst teilen. Wird er nicht aufhören. Facebook, Twitter, YouTube. Haut's überall hin. Wir sind zu dritt und wir haben Spaß und wir wollen mehr davon machen. Und das geht nur, wenn ihr hier ein bisschen reinguckt. Also bis zum nächsten Mal, euer Ragnar Bertelsson.